Ja, also wir sind jetzt auf dem Weg zum Marathon. Leider bin ich in Zivil und nicht in Sportklamotten. Das liegt daran, dass ich erkältet bin und mich heute Morgen dazu entschlossen habe, nicht zu laufen. Weil es einfach, wenn man so krank ist und sich dieser Belastung aussetzt, natürlich ein hohes Risiko ist, dass man sich eine Herzmuskelentzündung holt. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Ich habe jetzt auch nochmal mir ärztlichen Rat eingeholt und da wurde gesagt, also bloß nicht laufen. Ist natürlich jetzt bitter, weil mein Bruder und zwei meiner besten Freunde laufen und ich jetzt halt nur zugucken kann, aber ich werde die Jungs anfeuern, werde ein paar Fotos machen, werde vielleicht ein paar Videos machen und fahre jetzt also trotzdem ins Olympiastadion, um dabei zu sein. Also Sven ist ja das Obertier, der will irgendwie in 3 Stunden 14 laufen. Lukas wird wahrscheinlich 4 Stunden brauchen, was ja auch sehr gut ist. Und Daniel, ich habe nur gesehen, der war gestern Abend mit irgendwelchen Mädels wieder Wein trinken. Also wenn der gleich mit einer großen Sonnenbrille hier beim Nebel im Olympiastadion steht, dann will der nur seine Augenringe verdecken. Aber vielleicht ist Daniel ja auch die große Überraschung und macht das Ding in 3,5 Stunden und haut alle vom Hocker. Ich wünsche es ihm natürlich. Ich freue mich jetzt dabei zu sein. Bist du nervös? Geht. Hast du hier ein bisschen Milch? Was ist da drin? Da ist Wasser drin und so ein Sportlimonade. Ah ja. Luki macht Trick 17 und stellt sich nicht vors Dixi-Klo, sondern hat 1A die Gebüsche aufgesucht. Und jetzt mischt er sich unauffällig wieder unter die Menge. Als ob nichts gewesen wäre. Guck. Ah, ein bisschen dehnen und jetzt. Hier wird Synchronturnen geübt. Ich bin da, wo hopp, gestern hopp, reingelaufen. Hopp, hopp, hopp. Läuft alles. Ganz schön was los hier. Welche Zeit läufst du heute? Unter 4 Stunden. Unter 4 Stunden. Da ist Luki dabei jetzt. Ja, also jetzt sind hier gerade die Führenden durchgekommen und Sven ist ja so crazy und fit, dass ich glaube, dass der hier jeden Moment auch vorbeikommen könnte. Deswegen sind wir jetzt mal an die Straße gegangen und halten jetzt schon mal Ausschau nach ihm. Aber natürlich läuft er hier nicht mit den Olympialeuten und mit den deutschen Meistern, aber er wird nicht weit dahinter sein. Siehst du mal, was die hier für ein Speed haben. Sven! Ja, Luki kommt jetzt. Da hinten. Da, der ist schon am Kämpfen. So, jetzt haben wir alle einmal gesehen. Die sind jetzt hier alle durch. Daniel gerade und auf Kilometer 25. Und jetzt fahren wir ins Olympiastadion, um als erstes Sven, dann Marc, dann Lukas, dann Daniel zu begrüßen. Also wir sind jetzt im Olympiastadion und gleich so in 10 Minuten müsste Sven einlaufen. Der hat dann 3 Stunden 15. Also hier sind jetzt gerade erstmal alle reingelaufen, die unter 3 Stunden gelaufen sind. Totale Tiere, die freuen sich auch alle mega. Da kommt wieder einer. Und gleich Sven. Come on, Sven! Come on! Komm, setz dich mal. Junge, krasse Maschine, eine geile Leistung. Du bist genau auf die Sekunde.
Aufstellt von 15.01 über 1500 Meter in 4.02. Ja, was sind das für Leistungen? Und die dürfen wir jetzt hier im Rahmen vom Generali München Marathon in der ersten Reihe quasi begrüßen. Ein Applaus. Richtig stark. Oh, ich bin so im Arsch. Jetzt machst du Bier. Ich habe dir das Bier nicht umsonst gegeben. Ich will nicht mehr. Wie geht's deinen beiden, ne? Ah, toll. Ich könnte jetzt direkt nochmal einlaufen. 3,15. Ein bisschen weniger. Ja, für gar nichts. Aber Bro, wie geht's deinen Waden, wie geht's deinen Beinen, wie fühlst du dich? Ist toll, ich könnte direkt nochmal laufen. Ja, klar. Nee, aber jetzt mal ehrlich, also... Ich bin völlig im Arsch, mir tut alles weh und meine Waden fühlen sich an, als hätte irgendeine scheiß Killer-Wespe da reingestochen. Aber keine Krämpfe, Gott sei Dank, aber es hat so weh getan und ich hatte auch einfach keinen Bock mehr. Ja, okay, ja. Aber du bist ja noch richtig geil eingelaufen. Ja, ne, am Ende kriegst du doch die letzten 2 Kilometer, ging dann wieder richtig gut. Ja. Na, da feuern einen alle nochmal richtig an. Ja. Also da war die Motivation dann auf einmal auch wieder da. Und dann ist das Ende auch in Sicht. Aber das heißt, du läufst nochmal einen Marathon, oder? Ja, natürlich. Aber diesmal dann besser, oder also nächstes Mal. Schneller halt, meinst du? Genau. Aber ich fand, du bist schon gut. Also, war doch nice. Ja, war 7 Minuten schneller, als ich mir als Ziel gesetzt habe. Ja, perfekt. Luki war auch 7 Minuten schneller. Sven war auf die Sekunde. Ja, mega. Also richtig nice.